das gefällt ihr. Annette Krause wuchs bürgerlich auf. Ihre Mutter starb, als Annette noch jung war, und ihr Vater heiratete danach nicht wieder. Als das Regime an die Macht kam, wurde sie verfolgt, und ihr Vater konnte sich mit Annette in den Bergen verstecken. Nach ihrer Entdeckung wurde der Zug, in dem sie nach ihrer Entdeckung steigen musste, in den Alpen von Widerstandskämpfern angegriffen und Annette kam frei. Ihr Vater überlebte jedoch nicht. Nicht einfach BJ. BJ. Danke fürs Kompliment. Das ist klar. Macht Sinn. Gucken wir mal kurz deine Wohnung an, Annette. Hey, aus dem alten Teil. Cool. Ein kleines Secret hier. So ein Easter Egg. Das ist aus dem alten Teil. Aus dem 2D. Das erste Wolfenstein. Sehr, sehr geil. Diddle-diddle. I love it. Herr Kessler ist hier drin. Herr Kessler. Ich wollte das Gold noch haben. Oh, damn. We lost like 2 fucking golds. I didn't really... I don't know. Couldn't find them. Ladies first. Ladies first. Da lag noch Gold. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. William J. Blaskowitsch, US-Militär. Agent One ist tot. Oder werden wir angegriffen hier? Werden wir echt angegriffen jetzt? Nee, oder? Boah, wie viel Leben man sich aber eigentlich theoretisch auch für den Moment so reinballern kann. Das ist krass. Oh nein. Zombie time? Are you for reals? Fuck you, dog, man. Oh, fucking hell. Alter, hab ich mich erschrocken. Öffne die Luke zum Keller. Ja. Öffnen Sie die Falltür beim Tresen. Da unten sind alle. German sounds like a fun language to speak. Well, it is. But people constantly tell me it is tough to learn. Schließen Sie diese Tür ab und erst öffnen, wenn ich es sage. Oh shit. See? I knew it. I know what this is all about. Quick scope. Ich auch. Viele von
von diesen Arschlöchern gibt es auf dieser Welt? Zu viele leider immer noch. Fuck. Damn, look at the physics. Holy shit, that is impressive, dude. Basically, there is no cover anymore. I didn't know that was possible. Come on. Bullshit. Die, you punk. Bullshit. Jetzt können wir den Keller also öffnen, das war schön. Naja, gehen wir bevor den Keller und dann mache ich mal Pause, Leute. Das ist längst überfällig. Meine Augen machen gerade voll den Terror. Bin froh, dass ich das überlebt habe. Vielleicht mache ich nachher mal mit Brille weiter. Mal gucken. Okay. Klecker auf. Die Kerle sind tot. Sie können. Ist schon gut. Oh shit, Alter. Oh fuck. Ach du Scheiße. Ich hab halt nichts mehr. What the fuck is that bullshit? Alright, now right, hold on. Bullshit. Ah!
Holy fuck. Jesus. Oh, oh. Yeah, I know it is weird. Alles gut. Das mit Ihrem Kameraden tut mir leid. Danke. Wie war noch sein Name? Wesley. Alter. Was ist mit dem Mädchen? Sie kommt mit uns. Ich meine, wo kommt sie her? Toll. Ich habe sie aus einem Gefangenentransport nach Wolfsburg gerettet. Ihre Familie ist. Rudi Jäger in Motorrüstung. Rudi Jäger mit einem früheren Prototyp einer weiterentwickelten bewaffneten Motorrüstung von General Totenkopf. Die Rüstung besitzt zwei Minikanonen, die 14mm Wolframgeschosse mit einer Feuerrate von 10.000 Schuss pro Minute abgeben können. Der Anzug wiegt beinahe eine Tonne, besitzt integrierte Batterien wie die Maschinensoldaten und bietet seinem Träger mit den kugelsicheren Panzerplatten hohen Schutz. Tja, leider nicht genug. Gegen JP. Geheime Höhle. Eine geheime Höhle unter dem Dorf Paderborn, die Kessler dazu nutzte, Waren für den Widerstand zu schmuggeln. Lass mich vorbei. Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie. Schön aus. Look at good. Okay, pass auf. Lesestunde, weil die Loki-Bib ist ja sowieso so ein bisschen schon am Abschalten. Das mache ich noch. Ich mache noch kurz die Leserunde und dann muss ich wirklich erstmal eine Pause gehen. Und ich glaube, dass dann wahrscheinlich gar keiner mehr wiederkommt. Aber sagt mir einfach mal Bescheid, weil ich hätte auf jeden Fall noch Lust. Bin noch fit und jo. Flugblatt, Studenten, erhebt euch. Mitstudenten, unser großartiges Land wurde von einer Bande von Verbrechern als Geisel genommen, die dem freigeistigen Denken der Studenten entgegenwirkt. Das Erziehungswesen wird systematisch von innen durch die moralische Elite in Gestalt von Studentenanführern und Verwaltungsbeamten der Partei korrumpiert. Das ist eine Schande. Doch wenn die Zeit kommt, aufzustehen und seine Stimme dagegen zu erheben, ist die Stille ohrenbetäubend. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Putin-NATO-Gebäscher. Das ist einfach, das Putin-Bashing, ey. Das ist genau das. Hebt die Stimme. Und in der Zeit, wo es wichtig ist, seine Stimme zu erheben, ist die Stille ohrenbetäubend. Besser kann man es nicht sagen. Besser kann man es nicht sagen. Kann es sein, dass wir nichts anderes verdienen, als wir bekommen? Unser Land war bereits in den Händen so vieler Tyrannen. Doch dieses Mal sind wir geschlossen in das Maul des monströsesten Tyrannen aller Zeiten gesprungen. Dass viele von euch diese Meinung teilen. Und ich weiß auch, dass viele von euch Angst haben, die Stimme zu erheben. Doch wenn ihr es tut, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie euch holen werden. Sie werden unsere Jugend holen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unsere Brüder und Söhne in den Krieg geschickt, auf dass sie ihr Blut auf fremdem Boden vergießen. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Wenn die Zeit gekommen ist, wird Frau Merkel sagen, es ist wichtig, dass wir die Grenzen Deutschlands auch innerhalb der EU verteidigen. Es ist wichtig, dass wir in Zeiten der nationalen Terroristen und der, dass wir gemeinsam zusammenstehen, dass wir den Russen zeigen, dass wir stark sind, dass wir das nicht alles mitmachen können. Ich hoffe, dass das klar ist, dass das Satire gerade ist. Bild, Zeitungsleser unter euch oder so, ich weiß es nicht. Ich bin absolut kein Fan von der aktuellen NATO-Politik und von dem Ganzen, was hier gerade so passiert. Das aber nur da mal an der Stelle hat es gerade ganz gut gepasst. Wollen wir es zulassen, dass diese Partei von Fanatikern uns in diese Katastrophe führt? Oder werden wir den Kurs dieses Landes ändern, um eine Zukunft ohne Tyrannei zu erreichen? Slyrox420. Thanks for following, mate. I hope you enjoy.